Ja, hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir jetzt immer hier starten, weil wenn wir so locker, flockig, zack, sind wir drin. Besser geht's nicht. Ja, wir sind immer noch in unserem, im Walbrook-Becken. Kann man der Stadt eigentlich einen Namen geben? Nein? Nein? Höre ich da gerade ein Nein? Das ist jetzt so doof. Das mag ich nicht. Nee. Das ist so das Erste, was mir nicht so gefällt. Aber gut, es ist ein neues Anno halt. Jeder muss sich an neue Sachen gewöhnen in diesem Spiel. Und jetzt ganz ehrlich, es ist auch kein schlechtes Spiel an sich. Und ja, ich finde viele, die immer sagen, das ist kein Anno mehr. Und das ist immer so eine Sache von wegen, ja, alle schreien immer danach, Call of Duty, Kacke, macht immer dasselbe. Aber wenn man dann mal was ändert, so wie zum Beispiel jetzt, da kommt noch was Neues hin. Wie zum Beispiel jetzt in Anno ein paar neue Systeme machen oder so auch über den Haufen werfen, dann sagen gleich alle wieder, das ist Kacke. Das ist irgendwie so eine, ja, bitte ändert, bitte macht Neuerung, aber lasst alles beim alten Mentalität, wie ich irgendwie immer finde. Und das so, hier nochmal rum. Und tut mir leid, das beißt sich miteinander. Ich persönlich mag ja auch das Zukunftssetting. Ich habe, glaube ich, auch damals bei dem Poll für den Mond gestimmt. Warnung. Weil ich das schon sehr cool fand. Wenig Energie, wieso Energie? Hä? Oder verbrauchen die mehr Energie, je mehr Leute dran hängen? Das wäre aber... wäre ganz witzig, aber irgendwie... nö. haben wir hier noch einen Küstenbauplatz? Ich glaube, wir haben gar keinen Küstenbauplatz mehr, ne? Nö, haben wir nicht. Dann, meine lieben Freunde der Sonne, muss ich dich wohl so übel ins Stadtbild einbauen. Plopp, bist du wieder da. So, ja. So, von euch hier will ich auch noch ein paar haben. Ja, so drei Stück, das ist eine ganz gute Zahl. Ja, das Doofe ist, dass sie nicht diesen typischen 3x3-Muster entsprechen. Also hätten wenigstens 6 lang sein können, ne? Wie ich finde. Soll ich sagen? Es ist einfach großer. Ich mache jetzt erstmal hier so ein paar, die relativ nah am neuen Sicherheitszentrum sind. Ja, ja, die sind halt sehr nah am Sicherheitszentrum. Das wisst ihr nun nicht. Sie sind es aber. Ja. Müsste ich bald. Sie haben folgende Baupläne erhalten. Monumentale Brücke. Kriege ich die monumentale Brücke vor den... Kann ich doch noch nichts bauen. Hier, ich habe keinen Brückenbauplatz, soweit ich weiß. Falls keinen, von dem ich wüsste. Na, wer bist du denn? An Bord, mein Freund. Ach, du bist da? Hallöchen. Na, wenn es sonst nichts ist... So. Schauen wir, wie sieht's mit denen nach? Ja. Das ist jetzt ein kleines Problem. Oder? Ach, nee. Ja. Puh, hier ist ja noch ein Wasser... Wasserbauplatz, dann ist er... Dann ist es ja gerettet. Ich dachte gerade schon so... Wasser nicht mehr da, Hilfe! Hä? Ach ja, stimmt, genau. Das ist auch eine neue Fähigkeit. Wenn ich jetzt hier so rüberziehen würde, könnte ich alle in diesem Bereich befördern. Also, auf eine neue Stufe bringen. Sehr cooles Design. Sehr cool halt. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Coole Mechanik. Dankeschön. So. Ich weiß gar nicht, wo ich den Bahnhof hinstellen soll, der später kommt. Wow. Das war selten dämlich produziert oder hingestellt hier. Zack. So. Man kann echt schnell große Städte hier aufbauen, ja, das ist schon... Na gut, da ja auch alles irgendwie in so einem neuen Verhältnis zu sehen ist, ist ja klar, dass man relativ schnell relativ viele... Wenn die Restrukturierung abgeschlossen hat, wird alles ja. Wahrscheinlich kommt die nach 2 Sekunden wieder an, ich habe eine höhere Stufe als du. Ich so, hä? Ja und? Zack. Und plopp, haben wir wieder Reisfarmen. Das neue Wirtschaftssystem gefällt mir sehr gut, muss ich übrigens nebenbei sagen. Ich mag's. Ja. Gibt es Arbeit?
dann vielleicht wen geben, der sich da so denkt, so, nee, ist nicht meins, aber kann ich verstehen, das ist halt eine relativ Umkrempelung zum sonstigen Anno und ich hätte gerne irgendwie so allgemein mal gesehen, wie viele ich aus der jeweiligen Stufe habe. Bin ich doof, oder? Also, sehe ich das einfach nicht. Kann ich behilflich sein? Neuroimplantate, Sicherheit. Ja, Neuroimplantate gibt es ja erst mit der neuen Stufe. Blinkt mein Headset? Ja, falls es ein bisschen gedingst hat, ich habe gerade mein Headset angefasst, weil... Ich war gerade so, hat es geblinkt? Kann ich vielleicht in die Sektorenkarte mal gehen? Komme ich denn schon in die Arktis? Nee. Hm. Wahrscheinlich erst ab so einer gewissen Einwohnereinzahl, aber so weit komme ich jetzt auch nicht mehr hier. Volle Kraft voraus. So, mein liebes Kommandoschiff, du gehst mal dahin. Kann das denn irgendwas? Transferrouten. Bauplätze. Alle schon belegt, was Wasser und so weiter angeht. Ja, das ist ja ein bisschen doof jetzt. Wie viel Wasser habe ich? Nur ein Plus von 2. Also noch ist Trinkwasser vorhanden. Bauen wir jetzt hier mal ein bisschen weiter aus. Ich glaube, ab 2500 sollten wir aber in der Sektorenkarte vorankommen, weil sonst wäre das ein bisschen komisch. Also ich weiß es ehrlich nicht. Wenn einer von euch weiß, wie man oder bei einem anderen Let's Player gesehen hat, wie das geht mit dem Hochfahren in meine Güte, mein Hals. Neidlich. Oh, größer als ich gedacht habe. Gut, dann drücken wir die gute Idee. Ich finde die neue Pressefarmer cool. Aber ich kann doch. Bäume können immer noch abgeholzt werden. Sehr gut. Manche Sachen sollten sich auch nie ändern. Ich weiß ja nicht, weil früher ist man ja immer nach der Devise gegangen, Anno bleibt Anno. Kann man das mit dem heutigen Anno immer noch vereinbaren? Weil dieses Anno ist im Grunde genommen ja... Sorry für die dramatische Pause. Energiemangel. So, weil dieses Anno im Grunde genommen ja nicht Anno ist. So, ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen. Ach ja, vielleicht sollte ich den Weltraumlift mal ausbauen. Wenn nötig. Plopp. Ja, Rafferty hier. Wir nähern uns dem Sektor. Over. Janni ist klar. Was? Akku schwach? Nee, so schwach bist du nicht. Ich brauch dich. Ich muss wissen, wie spät und wie viel ich aufnehmen kann. Schützt das Schiff. Menschen der Erde. Dies ist das Manifest zur Unabhängigkeit des Mondes. Die Global Union kämpft seit Generationen gegen uns. Ihre Waffen waren Lügen, Unachtsamkeit und Ausbeutung. Und die LEC hat sich in stiller Komplizenschaft geübt. Doch das ist vorbei. Niemand wird einen Fuß auf das Land unserer Väter setzen. Wir sind die Orbital Watch. Der Mond ist frei. Sie haben uns aus dem Nichts angegriffen, haben meine Schiffe versenkt und die Ladung übernommen. Jetzt blockieren sie den ganzen Sektor, sodass keine Transporte mehr durchkommen. Keine Zeit, um Vorschriften zu studieren. Treffen Sie Rafferty an den übermittelten Koordinaten. Tun Sie, was nötig ist. Ah, das ist sozusagen unser Kampftutorial. Ja, ja. Ja, dann machen wir das gleich mal, ne? Ich will ja schließlich in andere Sektoren vordringen, aber wenn ich blockiert werde, geht das schlecht. Verflucht noch eins. Haben die tatsächlich unsere Schiffe gekapert? Meine Güte, warum ist mein Hals so? Standard Mission annehmen. Doch ein, oder? Los geht's. Es wird erstmal die Karte geladen.
Sollte aber relativ schnell gehen. Ich habe das Spiel extra dafür auf meiner SSD installiert. Damit wenigstens ein paar Prozentchen Ladezeit rauskommen. Die verdammten Feiglinge angegriffen. Umkreisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen. Wie ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befreie unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Ja, nett von ihm. Sind unterwegs. So, das ist unsere erste Kampfmission. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Gut, also das ist jetzt. Dieses Gebiet ist für Na, das ist eine Aufgabe. Sie den Auftrag ab. Jede Kampfstationen. Sie greifen an. Du steckst hoffentlich was ein, oder? Keine Sorge, meine Drohnen kümmern sich drum. So, Feuer frei. Das ging schnell. Bitte schließen Sie den Auftrag ab. So, komm, liefern wir Ihnen den Treibstoff. Kannst du mir weg damit? Dankeschön. Ich muss sie doch. Gut gemacht. So. Jetzt können die Transporte das Gebiet wieder ungestört durchqueren. Ja, habe ich doch gern gemacht, wenn ich dafür ein bisschen Munition und so weiter kriege. Mache ich doch solche Sachen gerne. Ich meine, so einfach kriegt man Dingsgedüns. Ja, sorry, dass ich ein bisschen leiser bin. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Obwohl, so viel konzentrieren muss man sich ja auch nicht. So einfach kommt man an spezielle Rohstoffe ran. Ziel bestätigt. Achso, na ja. Verstanden. So, fertig. Es ist so gut wie neu. Auf dich habe ich schon gewartet. Hast du kurz... Habe ich einen MP-Impuls? Nee. Nee, habe ich nicht. Muss ich also an ihn liefern. Aber mach ich ja gerne. So was mache ich ja gerne. Bin hier ein freundlicher Mensch. Außerdem, ich tue alles für ein bisschen Iridium. Guck mal du, große Schiff hier. Geht bei dem Job? So, hier, zack. Gehst du mal ran. Wir werden angegriffen. Liefern wir die Kacke. Das hast du gut gemacht. Wellenmine. Klingt hier alles sehr spannend. So. Schießen wir uns weiter voran. Grünes Licht. Nuklearrakete. Vielleicht schon ein bisschen übermächtig, aber sonst ist es ja ganz lustig. Was ist unsere Unterstützungsflotte? Guck mal hier. Wir werden beschossen. Oh. Ach cool. Sieh einmal an. Die guten alten U-Boote. Euch gibt's also auch noch. Ich glaube, besser geht's nicht. Da finde ich jetzt Sneake. Sneake finde ich, dass die schönen alten U-Boote wieder da sind. Die Tridents waren das, glaube ich, in dem richtigen Sinne. Blub. Ja, also das Kampfsystem ist bis jetzt nicht mehr als eine nette Dreingabe, aber ganz ehrlich, so viel kampflastig, nie. Nicht so wirklich. Ich habe keinen Bock, noch mehr kaputt zu machen als extra notwendig. Let's Player, ich habe zu tun. Starte Nuklearrakete. Da gerade gesagt, Start Nuklearraketen. Also das habe ich gerade richtig gehört, oder? Ich hab den Sound jetzt nicht so laut, also oft mal auf meinen Kopfhörern. Er hat doch gerade gesagt, Start Nuklearraketen, oder? Das habe ich doch richtig gehört. Plop. Ziel bestätigt. Tod und Verderben. Und noch eine Spezialflotte hier, noch ein Unterstützungsfleckchen. Ich sehe schon, was los ist. Kein Problem. Plop. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ja, das war jetzt. Wow. Upgraden Sie Ihre Schiffe hier.
Upgrade auf Veteran-Titan. Weil sich das reimt, nehme ich das. Los, habe ich einen Veteran-Titan. Mission beenden. Ich bin froh, dass Sie unverletzt zurückgekehrt sind. Dieser Angriff hat alle im Union-Hauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Wir haben den Kontakt zur Lunar Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger. Na, das wird nicht gut, ne? Das müssen wir ganz schnell den Weltraumlift bauen, aber dafür brauche ich mit Sicherheit Ressourcen aus der Arktis. Ich will in die Arktis. Also, falls ich es vielleicht nicht erwähnt habe, aber ich brauche Sachen aus der Arktis und kann leider, dass ich in die Arktis möchte. Schließt das Upgrade auch endlich ab. Ubisoft Club Aktion. Ey, dieses Ubisoft Club ist auch so, nach Nintendo seinen Club abgeschaltet hat. Ist Ubisoft so nach dem Motto so, wir kriegen es auch hin. Ja, Orbitallift, da denken auch ja viele dran, sowas mal irgendwann zu machen, aber ich weiß nicht. Ganz ehrlich, für Transport, ich habe ja nicht so Höhenangst, ne? Aber so ein Orbitallift in den Weltraum, ich weiß ja nicht. Das ist jetzt, ne? Meine Glückwünsche. Der erste Schritt in den Weltraum. So gut fände ich das jetzt auch nicht. Oh, betritt sich die Arktisregion. Na. Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Läuft denn hier alles gut? Wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Ja, mache ich. Nein. Ich wollte ihn nicht wegklicken. Ist noch schon eins. Dann geht ja, dann läuft. Wie es so schön heißt, läuft bei euch. So. Es war eine diplomatische den selben Sektor aus. Welche nehme ich denn? Akia-Schollen. Vier Inseln ungefähr gleicher Größe bilden Akia-Schollen, die viel Bauland bieten. Bergfläche, Küstenbaufläche. Riesige Berge reichen bis Migume. Viele aufgegebene Bohrplattformen. Seltene Rohstoffe würde ich da kriegen, ne? Das ist ja auch was. Es besteht aus zwei großen Klimastabilisatoren, dessen Erneuerung ist seit einiger Zeit überfällig. Ich glaube, ich nehme die Akia-Schollen. Die sehen mir ganz gut aus. Und ein Logistikprojekt, ist immer gut. Willkommen in Phase 2. Ja, des da mache ich mal kurz mal. Sie sind nun autorisiert, die Arktisregion zu betreten und auf die dortigen seltenen Ressourcen zuzugreifen. Ihre Aktionen in diesem Gebiet werden von den Arctic Custodians überwacht. Sie kontrollieren auch die Klimastabilisatoren, die die arktische Eisschicht erhalten und so das Wetter stabilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von... Also was ich eigentlich mit meinem Will sagen wollte ist, ich wähle das aus und es bin jetzt kurz ruhig, während die reden. Das war es, was ich sagen wollte. Ja, eine schöne Kamerafahrt, ja, hakt ein bisschen. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arctic Custodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unserer Richtlinie halten. Das Ökosystem der Arktis ist sehr fragil. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen gut miteinander aus. Kein Problem, mein Freund. Kein Problem. Nicht gerade ein herzliches Willkommen. Aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Na cool. Jetzt kann ich auch frei wählen, wo ich hin möchte. Daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. Gründen Sie Ihren neuen Standort. Die Bauplätze an. Alle Inseln bieten gute Konditionen. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Da würde ich ja schon fast sagen, lohnt sich die hier. 1, 2, 3, 4. Viele Küstenbauplätze und viele Dings, ja, die lohnt, das lohnt sich. Bestätigt. Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben. Blopp, alles weiß. Haben Sie auch Schiffrechte für dieses Gebiet erworben. Ist das eigentlich dieses Spezialkommandoschiff? Ich weiß noch gar nicht, wo ich überhaupt meine Sachen so verändern kann oder sowas. Das muss ich mir mal angucken. So. Aber beim Aufbau Ihrer Infrastruktur sollten Sie sie beherzigen. Schon die bauen Sie Polarwohnung. Na, wenn der sonst nichts ist. Arktis. Erstmal Poulon-Straße. Tut mir leid, dass dir meine Kollegen die kalte Schulter zeigen. Wille Jorgensen, schön dich kennenzulernen. Ich ein Jorgensen! Ja! Ah, hier. Wille Jorgensen. Jorgensen. Das wäre auch zu schade gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Also kann jetzt sein, dass ich mich gerade voll blamier, aber die Jorgensens, Tilda Jorgensen, das waren doch alle.
Ja, und hier in der Arktis haben wir auch eine Neuerung. Und zwar Wärme. Gute Systeme sind die halbe Miete. Danke. Sehr wohnlich, wenn man nichts gegen Kälte hat. Wärme ist relativ wichtig, weil, wie ihr hier seht, musst du mal weggehen, die Leute frieren. Guck mal, denen geht's gut. Und die so, nee. Deswegen müssen wir hier leider abreißen. Ja, die Leute frieren nämlich, wenn sie hier nichts bekommen. So, was haben wir denn? Druckkammer. Benötigt Aluminium, Bauschaum. Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen ihren Raumhafen weiter ausbauen. Dankeschön. Finde ich freundlich von dir. Finde ich wirklich. Tja, und genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Union. Sie müssen ihren Raumhafen ausstatten. Ja, ich weiß das mit der Union Watch. Du willst mir jetzt sagen, ja, ich kann immer wieder kämpfen, aber habe jetzt keine Lust drauf. Deswegen, wo stelle ich das hin? Nur wie groß ist die Breite von so einem Haus? Scheißegal. Es müssen 4 sein, ne? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Gibt es eigentlich keine Raster mehr oder sowas? 1, 2, 3, 4. Plopp. Ja, gibt es wenigstens mal ein bisschen Bauschaum hier, ne? Wie viel produzierst du denn? Deine Produktion, kann ich das irgendwo sehen? 3. Oh, da kann ich mit Sicherheit auch später noch irgendwie weiteren Bauschaum kaufen. Und nö, funktioniert gar nicht. Ha! Das ist jetzt doof. Wenn das nur Credits kostet, dann lege ich die noch einen weiter weg. Dann ist aber hier wieder eine kleine Markierung. Und mörteln wir die ganze Kacke weg. Ja, weißt du, frierst jetzt. Nicht mehr lange, Schätzchen. Weil jetzt müsste es klappen. Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? So, so clever legen. Jetzt ein cooler Effekt. Och, komm, schon wieder eins so weit nach hinten. Aber ich habe es eigentlich schon fast gedacht, ne? Dass es zu wenig ist. So, weg damit. Copy and paste. Und zack. Na, wenn das nicht schön aussieht. Wie sieht das jetzt aus? Nahrung, Konserven, oh, lecker. Oh, ich sehe hier gerade, ich überziehe wieder meine 25 Minuten rein, aber das macht nichts. Ich werde noch schnell die Konservennahrung hochziehen. Und dann war's das auch. Zack. Die gute alte Polarstraße. Na egal, wo ich es hinstelle, es verbraucht zu viel Logistik. Den baue ich irgendwie gerade überhaupt nicht rentabel, das merke ich schon. Er braucht Scheiß auf Rentabilität. So. Energie auch noch. Was wollt ihr denn noch haben? Geothermalturbinen. Lass mich raten, die muss ich irgendwie hier in so einem Bauplatz ein. Ja, war klar. War klar. Was ist denn der nächste? Ist der so weit weg, ey? Na los, na los, na los. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Warnung. Energieknappheit. ...80% verfügbar, aber wieder kein Le... Oh Gott. Aber das ist wirklich ein schönes Optimierungsspiel. Hier kann man sich wirklich... Zack. Und... Ne? Willst du? Zack. Naja. Wie gesagt, ich überziehe hier gerade, damit ich nicht zu sehr überziehe. Würde ich sagen, das war's für heute mit
Anno 2205. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Anno 2205. Bis dahin, ciao.